Ah, so, ich bin's wieder, Freunde. Wie, wer? Sung Chong? Joshua Sung Chong? Ja, Thema ist wieder ein paar Updates oder mehrere Themen. Einfach so, was ich erkannt habe, was für Erfahrungen, was ich immer schon gelebt habe. Natürlich, ne? Wie soll es denn anders aussehen? Ja. Und ein paar Danksagungen und, ja, Wertschätzungen an euch, ja. Die mit mir sind. Yeah. Steht die Brille nicht gut, meine Freunde? Mr. Joker Black. Black Joker, ne? Ja, Thema geht halt über Freude im Leben zu haben. Ja. Und was es mit sich bringt. Ja. Ein kleines Vorgeschmack, was es mit sich bringt, ist die Unsterblichkeit, Freunde. Jeder wünscht sich oder sehnt sich nach der Unsterblichkeit im Sinne. Okay, manche wollen den Tod, ja, ist mir schon klar, aber ich rede jetzt nicht mehr über den Tod, sondern über die Unsterblichkeit im Sinne, ewig zu leben. Was es heißt, ewig zu leben und wie wird man ewig oder wie lebt man ewig? Das sind eigentlich ganz einfache Fragen, die man sich selber beantworten kann. Ich sage einfach ganz knapp und kurz, Freude am Leben zu haben. Sich immer die Bereitschaft zu haben, sich weiterzuentwickeln, sich zu ändern, ja. Sich einfach zu erweitern. Damn. Ja, okay, ich tue gleich die Brille weg. Dann sieht du meine Augen. Ja. Leo, ne? Nee. Kennt ihr X-Men, der mit dem Laseraugen, ne? Hier. Da erkläre ich noch ein paar Sachen. Oh, ich wollte ja eigentlich noch ein Ei essen. Freunde, das ist ein Thema für sich, Freunde, ein rohes Ei pro Tag zu essen. Okay, jetzt zwei oder drei, je nachdem ich Bock hab, ne? Die Power, Freunde. Rohes Ei, frische, rohe Eier ist das Best of, um sich Bär! Power! Nee, ich betreibe keinen Sport und mir sehnt's nicht nach Bodybuilding! Nö. Mein Körper ist so, wie er ist und ich bin glücklich damit. Und wieso soll ich das auch ändern wollen? Der ändert sich wieso von alleine, der transformiert sich, so wie ich innen wie außen, Freunde. Ja, ich tue gleich die Brille weg, aber dazu komme ich noch später mehr. Es gibt noch ein paar Themen zu erwähnen, bevor ich wieder rausgehe und noch ein Ei kaufe. Also, mehrere Eier. So gehört mir. So, ja, ich albere gerne, ne? Wisst ihr? Ich bin Joker, ich bin nah. Ein Hampelmann und ja, aber kein Ape, kein Affe, ich bin ein Mensch, okay, ein Mensch, der zum Gott wird, im Sinne, in den Menschen lebt der Gott, Mensch, Gott, okay, alles klar, jetzt schlürfe ich mal, ich hoffe, es ekelt euch nicht, Joshua, lecker, ne gut, ihr seht doch, dieses Ei, ne, die Form, sieht wie ein Ei aus, ne? Wenn es hier breiter ist, da unten ist ein Hohlraum. Wenn man es knackt, kann man es umdrehen. Und dann, das würdet ihr alles gleich sehen. Ich werde es euch vorführen, damit ihr wisst, was ich mache. Jetzt mache, das habe ich von meinem lieben Vater erfahren, dass das vollkommen reicht, um sich BÄM! Habe ich früher auch schon gemacht, aber Unsterblichkeit, Freunde. Ewig. Naja. Bei Fragen bitte mich an mich wenden, ne? Okay, man knackt das natürlich auf, ne? Zack. Hier habt ihr gesehen, seht ihr das? Piau. So. Freunde, ich muss hier noch ein bisschen schälen, ne? Oder warte mal, ich hol das hier Taschentuch, ne? Schäle das hier. Ihr wisst, ich bin sehr spontan, ich vorbereite natürlich nichts, weil wozu denn auch? Man ist ja authentisch, wozu dann vorbereiten? Ja, ein paar Themen zu besprechen ist immer gut, das weiß ich ja sowieso. Aber, ja, lebendig, dynamisch. Man sieht doch, dass ich mich ständig ändere. Gesichts, Augen, Frisur. Jetzt war immer ähnlich. Aber hier, jetzt seht ihr hier. Ja, ich will's ja nicht. Hier, seht ihr. Schön, oder? Und jetzt, auf Ex, meine Freunde, auf die Unsterblichkeit, auf das ewige Leben und immer Freude zu haben. In allem, was ihr tut. Egal, was ihr tut. Das ist Geheimnis. Ewig jung zu bleiben, sage ich so. Natürlich muss man auf seinen Körper aufpassen und ihn pflegen.
lieben, ja, reinigen, ja, wie eine Rose, wie eine Pflanze, die ihr habt. Auf Wächst, meine Freunde. Oh ja. Es ist noch nicht ganz vollendet, aber ich habe ein bisschen daneben geklickt. So krass. Ja, das ist Geheimnis. Ja, schmal. Na doch, es ist ja. Das ist ein Faktor, wo man sich halt gesund ernähren kann im Sinne, dieses Ei, Freunde, dieses Ei hier hat alles, was es hat. Das ist so machtvoll. Es hat Power. Das merke ich richtig. Und das kannst du für Muskelaufbau verwenden oder für die geistige Entwicklung. Aber darüber will ich nicht so stark eingehen. Und jetzt zur Brille, bevor ich sie abnehme. Ich sagte, das sind mehrere Themen. Ich hab mal Flitterwochen genommen. Flitterwochen. Flitterwochen. Mit meiner Lieben, ja. Nicht die, die mal war, sondern jemand anders. Jemand anders. Jemand so wunderschön, ihr wisst gar nicht, wie schön sie eigentlich ist. Es ist so schön wie ich. Echt, so schön wie ich. Sie starrt genauso wie ich aus. Sie ist genauso wie ich. Naja. Aber jetzt die Brille. Meine liebe Freundin, die schon Mutter ist. Die hat mir diese Brille empfohlen, die Rasterbrille. Das hat Löcher, wie ihr seht. Ja. You're looking this good, man. Ja. Das benutze ich, um meine Augen zu verbessern, im Sinne, meine Sehschwäche zu stärken. Und es klappt ziemlich gut, muss ich sagen. Das habe ich schon eine Woche, ungefähr eine Woche schon her. Und das hat sie mir empfohlen, ja, meine liebe Freundin, danke an dir. Ich habe dir ja schon geantwortet, aber ihr wisst, ich habe viel um die Ohren. Ja, habe ich echt viel. Und im Moment sehr viel zu tun und mit meiner Familie und sowas. Es muss alles wachsen, Freunde, es muss expandieren, es muss, die Liebe muss größer werden, ja. Da habe ich keine Zeit, da und ständig Beiträge jetzt zu veröffentlichen. Mache ich zwar nebenbei, wenn ich mal die Zeit finde, wenn ich mir die Zeit nehme, sage ich mal so. Wenn mich die Muse küsst, ja, dann mache ich das. Aber wie gesagt, zurück zur Brille. Großes Dankeschön an dir, meine Liebe. Wie nenne ich dich? Mutter Teresa, ja, meine liebe Mutter Teresa. Ja, nee. Echt, ich freue mich wirklich für dich und dass du mir das empfohlen hast. Das benutze ich, wann ich halt kann oder sowas, weil das übt, es verstärkt. Das ist wie die Augenmuskulatur üben, steht hier vorne, das ist wie ein Training. Wie man die geistige Muskeln trainiert, trainiert man auch die physischen und natürlich auch die Sinne des physischen Körpers. Im Sinne meiner Augen. So, jetzt nehme ich das mal ab. Ich weiß, das sieht gut aus, aber ich denke, ihr wollt mich mal auch so sehen. Sieht man leider nicht so gut in den Augen. Naja. Hey Joshua! Das kleckert, Mann. Nee, es passt schon. Ja, jetzt zu euch. Ja, da habt ihr einen Teil, was wie ich das mache. Ich hab total gekleckert, Mann. Ja, ich habe mit der Zunge jetzt über die Tastatur bzw. über den Touchpad. Nee. Ja. Ihr wisst, ich bin strange, aber hey, besser strange zu sein, als irgendwie verrückt zu sein. Ja, so. Was gibt es sonst noch zu besprechen? Ihr habt jetzt gesehen, wie ich ein Ei auf Ex einfach so... Das ist so geil, Freunde, echt. Das ist pure Energie. Pure Energie. Pure Energie. Essenz des Lebens. Um wieder zurück zur Unsterblichkeit zu kommen. Ja, also, was ist da groß? Es gehören viele Faktoren zusammen, wie man ein ewiges Leben erlangt, beziehungsweise seinen Körper erhaltet, so lange, bis man den Zustand oder die Stufe erreicht hat, um ewig jung und ewig zu leben. Es braucht Zeit, es braucht Übung, man muss es wollen, man muss es auch in Taten vollbringen, es zeigen, euch selber zeigen, euch selber beweisen, dass ihr das wirklich wollt, in allen Facetten, ob es jetzt Ernährung ist, Trinken ist, Bewegung in der Natur,
deine Gedanken, ja, die Gedanken zu anderen, ja, für dich, für andere, ja, geben und nehmen, dass immer ein Ausgleich herrscht, immer ein Gleichgewicht. Darum geht es, Freunde. Und immer in allem die Freude entdecken, die Freude leben und lieben. In allen Facetten. Grenzenlos zu sein, bedingungslos zu sein. Was heißt denn? Ihr wisst, was grenzenlos und bedingungslos heißt. Out of the box. Keine Begrenzungen, keine Beschränkungen. Einschränkungen für sich selber zu haben, nicht so zu sein. Den Schalter umzudrehen. Im Sinne, wenn ich mich spüre, ich habe irgendwie, werde emotional. Dass ich es sofort merke und sage, zwar kurzes Ausdrücke, ja, aber dann merke ich das sofort in demselben Moment und zack, damn. Hey, warte mal, das ist emotional. Ich muss es bestimmt kontrolliert ausdrücken. Nicht in Formlos, nicht in Tunnelblick verfallen. Weil die meisten, die emotional werden, verfallen in einen Tunnelblick und nehmen gar nichts mehr wahr. Die nehmen sich nur noch selber wahr. Das habe ich gestern erlebt, ja. Habe ich gestern erlebt, also während meiner Arbeit oder bei der Arbeit. Du kannst sagen, was du willst, du kannst sie ansehen, die sehen dich nicht. Die sind nur in sich eingekehrt, komplett in sich eingekehrt. Denkst du dir, what? Man fragt was, aber man bekommt keine Antwort. Hä? Was ist denn das für ein falscher Film hier? Das ist wirklich, ja, gehört viel Power dazu, weil ich merke, boah, da wird im Magen so, mir wird irgendwas unterstellt, was gar nicht ist. Irgendwas in den Nein interpretiert. Und dann noch die Emotionalität, Gedanke plus Emotion. Ja, dann große Mahlzeit, Freunde, große Mahlzeit. Das muss ich dann schlucken mal wieder. Und dann soll ich da noch irgendwie sagen, hey, das war meine Schuld oder was? Das war mal, Freunde, das war mal. Na, genau. Ja, sind vielleicht nicht viele Einheitspunkte. Ja, mit der Übung, mit der Zeit, wisst ihr einfach, was ich meine. Es ist ziemlich einfach, einfach, einfach leben, ja, einfach leben, einfach sein, einfach nicht, ich sage, so kompliziert machen und sich verharren oder anhängen, irgendwas, sich davon abhängig zu machen und die Verantwortung abzugeben, einfach selbst mitten im Leben zu stehen, egal was kommt, mitten im Leben zu stehen, ja. Das Leben halten, ja, in der Mitte bleiben, die Mitte halten, das ist es. Das Leben halten, das Leben, die Freude am Leben zu haben, das ist eigentlich der heilige Gral, Freunde. Die Freude, das Lachen, das Zulassen und das Loslassen und jemanden da stehen zu lassen, wo er halt bleiben will, wenn du es nicht, wenn du ihn nicht mitnehmen kannst, sich nicht einzumischen, keine Gedanken hineininterpretieren oder projizieren, was gar nicht sind, sondern fragt lieber nach. Fragt wirklich nach. Hinterfragt die Sache. Ist es wirklich so, wie derjenige denkt über mich? Oder ist es ganz anders? Fragt. Und man interpretiert sehr viel, bildet sich sehr viel ein, was meistens gar nicht der Fall ist über denjenigen, der vor euch steht. Natürlich ist es Übungssache. Ich weiß das dann schon. Der kann mir dann Sachen erzählen, was er will. Ja. Wenn er die Basics, was ich euch gegeben habe mit Form, formlos, Körper, Geist, Mentalität, Emotionalität, ja, positiv, negativ, ja, die Polaritäten halt eben, wenn er das nicht versteht, ja, mentaler Körper, Geist, emotionaler Körper, ja, Materialität, Spiritualität, vor allem Mensch, das sind die Basics. Also für mich, wenn ihr wisst, wo ihr steht, wo was ist, was der Geist einschließt, was der Geist befreit, was die Intuition ist, was die Mentalität wirklich heißt, was intuitives Wissen heißt, auch inneres Wissen genannt, oder intuitive Logik in dem Fall. Das ist die Kombination zwischen rechts und links. Dass man in Verbindung bringt. Die Polaritäten in Verbindung bringt. Ich mach, das ist ein neues Thema wieder. Es geht jetzt über Polaritäten. Das ist ganz wichtig. Wenn man das nicht versteht, Freunde, dass man emotional reagiert oder verstandesorientiert reagiert oder im Sinne verhält,
keine Basics, kein Wissen davon hat, wie man sich eigentlich verhält und warum man sich eigentlich verhält, so wie man sich halt verhält, ne? Verhaltet, sich daran hält. Aber das Verhalten kann sich ändern. Weil das Fair, kann man sagen, ist wie verlieben, sich verlassen, verschwinden, wo dieses VER, Freunde, ist für mich die Transformation. Ändern ist wandelbar. Ist variabel. Freunde. Fair ist variabel. Verschwinden, verlieben, verhalten, vergucken, verändern, verfallen. Man kann es negativ und positiv sehen. Ich sehe es halt als Einklang im Sinne, dass man dieses Fair ändern. Man ändert das Fair, was geworden ist. Es ist wandelbar. Es ist einfach wandelbar. Es wurde vermischt. Mischung, schon eine Mischung. Aber wenn es vermischt wird, wurde was hinzugefügt, was diese Vermischung zustande bringt. Aber die Vermischung kann doch noch eine Vermischung im Sinne, kann diese Vermischung wieder zur Mischung bringen. Versteht ihr? Veränderung, es ändert sich. Und die Veränderung ist wandelbar, ist variabel, ist flexibel, ist spontan. Es könnte wieder zum Stu Zustand bringen, zum Ändern. Verändern, ändern. Verändern, merkt ihr das? Wandelbar, Standpunkt. Verändern, ändern. Verändern, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das ganz genau versteht, ob ich es auch korrekt ausdrücke. Jetzt zurück zu den Polaritäten. Versteht, wenn ihr die Basics nicht wisst, wo ihr steht, wo was ist, ja, was wir, aus welchen Komponenten oder aus welchen Energien oder welche Funktionen wir eigentlich sind. Das Wissen fehlt ja, was wir eigentlich wirklich sind, Menschen, ne? Das ist schon klar, aber was behindert der Mensch wirklich? Was ist der Mensch in seiner Vollendung und seiner Vollständigkeit? Was hat er Funktionen? Was hat er für Komponenten? Was hat er denn? Der Geist, Körper, Intuition, Gefühl, Verstand, Logik, Verstand, Logik, Verstand, Hänger. Nein, Mentalität, Emotionalität, Form, also formlos, also ja, Körperform, Geist formlos. Ja. Was ist da die Mentalität? Es kann formlos und Form haben und die Emotionalität kann Form und formlos sein. Habe ich ja schon mal erklärt bei dem Beitrag formlos und formlos, also formlos und Form. Habe ich das schon erklärt. Mentaler Körper, mentaler Geist, was das eigentlich heißt. Immer, das sind immer zwei Polaritäten, gehören immer zusammen. Sonst würde das andere nicht funktionieren. Man kann es komplett einseitig sein, aber da ist immer noch eine kleine Verbindung, um irgendwie irgendwann mal vielleicht das Gleichgewicht wiederherzustellen. Komplett einseitig kann man nicht werden, zu 99% schon, aber nicht zu 100%. Weil ein Funken, eine Verbindung, ein Lichtstrahl ist immer noch da. So minimal, wie es auch ist. Das ist dieser Prozentsatz, diesen Quantensatz, den ich meine, dass ich dann total vergrößern kann und alles zum Leuchten bringen kann. Dieses kleine Ding, dieses kleine Licht, dieser kleine Funken, diese kleine Energie kann alles umwandeln. Umwandeln. Alles umfassen. Ja. Und jetzt zu den Polaritäten, Freunde. Die Polaritäten sind für mich, für meine Begriffe, ich rede ja immer nur von mir, von meiner Erfahrung und wie ich lebe und wie ich das sehe, die Sache wahrnehme und erfasse. In allen Facetten. Meine Familie, meine Freunden, meine Arbeit. Überall, wo ich hingehe. Wenn ich diesen Gedanken in mir trage. Dass wir alle gleich sind. Im Sinne, dass die Gleichnis die Polarität beinhaltet. Habe ich gut ausgedrückt. Die Gleichheit beinhaltet die Polaritäten. Was Polaritäten mit sich bringen, beinhaltet die Gleichnis, die Gleichheit. Ja? Weil du kannst nur alles in Gleichheit sehen, wenn du die Polaritäten weißt.
Ohne das Wissen von den Polaritäten, wie sollst du die Sache gleich sehen? Im Sinne, es in Einklang zu bringen, in Waage zu bringen und zu sehen, dass negativ genauso wie positiv ist. Ja? Bloß anders verpackt sind Energien. Energie bleibt gleich. Energie ist immer gleich. Energie ist überall. Die Form und die Formlosigkeit ist anders. Aber das müsst ihr erst erkennen. Ihr müsst erst die Polaritäten sehen, negativ, positiv, Körper, Geist, Mentalität, Emotionalität, weiblicher Körper, männlicher Körper, Spiritualität, Materialität, Verstand, Herz, Kontrolle, Herz, Gefühl, Logik, Herz, Logik, Logik, Herz, Gefühl, Herz, Herz, Logik. Ja. Da müsst ihr, was es heißt, nicht in Dualität zu leben. Wenn ihr die Dualität kennt, oder ist es korrekt? Ja. Dualität. Oder ist es richtig? Ja, wenn ihr die zwei Seiten kennt in einer Medaille und es in Verbindung bringt, dann ist es die Gleichheit. Das ist Yin und Yang. Was nichts anderes ist, wie das vorherige Mensch. Weil das Prinzip, Freunde, ist immer gleich. Der Kern, die Nullenergie, die Ursprungsenergie ist immer gleich. Sie verformt sich nur. Sie wandelt sich. Sie ändert sich. Sie hat eine andere Verpackung, eine andere Form oder eine andere Formlosigkeit. Aber die Energie ist immer gleich. Wenn ihr das erkannt habt, dann sieht ihr die Sache nicht mehr in Polaritäten im Sinne. Polaritäten sind nichts Schlechtes. Ohne die würde das gar nicht alles funktionieren. Aber es muss immer ein Ausgleich geschaffen werden. Es muss ein Ausgleich bestehen. Ohne diesen Ausgleich kippt doch was, oder? Wenn es nur einseitig wird. Man kann ja einseitig werden, ja. Aber nehmen wir mal an, wir haben eine Seite nicht, zum Beispiel negativ haben wir nicht. Ja, da sind wir ja ziemlich einseitig. Da ist nur eine offene Waage, nur eine Sache. Und wenn es nur einseitig wird, wird es dann nochmal zwei, weil es braucht immer zwei Komponenten, um das irgendwie in Verbindung zu bringen. Weil der alleine kann sich doch nicht in Verbindung bringen. Stell dir einfach mal vor, wie soll ein Kern sich alleine verbinden mit allem? Das geht gar nicht, der ist ja nur für sich. Diese Kugel, ja, dieser Handball ist doch nur für sich. Wie soll er da sich mit irgendjemand verbinden, wenn es nur eine Seite gibt? Der ist in sich gekehrt. Der kann sich doch nicht entwickeln. Ja? Der kann doch sich nicht entwickeln. Sieht er da irgendwo? Er kann sich zwar herumbewegen, aber er ist alleine. Wie soll er sich selber reflektieren können? Wie soll er wachsen können? Wenn er keine Außenwelt hat oder Innenwelt hat. Das sind ja auch Polaritäten. Gegensätze. Innenwelt, Außenwelt. Eindruck, Ausdruck. Das ist genau dasselbe. Das sind Polaritäten. Das sind Gegensätze, die in Verbindung das Schönste überhaupt ergeben. Aber das muss man erstmal lernen oder beziehungsweise, das muss man wissen. Man muss das Wissen haben, um das ändern zu können. Ohne das Wissen, wo sollt ihr da anfangen? Deswegen die Basics. So, das eine kann sich weder reflektieren noch irgendwie sagen, hey, ja. Was, der hängt so in der Luft, ja toll, schön, ich bin fürs mich, aber ich will ja was ausdrücken. Meinen Eindruck, ja, irgendwie ausdrücken. Und durch den Ausdruck, der Schöpfer hat sich natürlich geteilt, dann zack, Spiegelbild. Jetzt haben wir zwei. Aus zwei, das ist doppelt. Ich sage ja auch immer, zwei sind mehr als einer. Nur zu zweit ist, kann man sich viel schneller entwickeln, aber es kann auch natürlich in die verkehrte Richtung gehen, das ist sowieso klar. Aber schau, jetzt habt ihr zwei, jetzt könnt ihr euch in Verbindung bringen. Und wenn ihr euch in Verbindung bringt, dann seid ihr noch größer, ja? Seid ihr noch größer als nur diesen kleinen Punkt da, nur in dieser einen Waage, ja? Ihr habt zwei. Ihr seid zwei. Es ist ja langweilig, nur einer zu sein. Man will sich doch erweitern, man will doch sich sehen. Deinen Eindruck ins Ausdruck bringen. Stell dir mal vor, du hast nur Eindruck, du hast nur Innenleben.
Ihr könnt euch so vorstellen, ihr träumt, nimmt mal an, ihr schläft und ihr träumt die ganze Zeit im Innenleben, im Innenleben, im Innenleben. Ihr träumt auch nur im Kopf, nur im Kopf. Ja? Nur im Kopf. Ihr bleibt nur im Kopf. Das ist doch beschissen. Das ist doch echt beschissen. Weil im Kopf, da verliert ihr euch. Weil alles formlos ist. Innenleben ist formlos. Das ist grenzenlos. Im Ausdruck kannst du nicht unbedingt, ich kann jetzt nicht so machen, ja, manifestiere mich irgendwas, keine Ahnung, irgendein Gegenstand. Wäre schon cool, ja. Wäre schon cool. Aber hier, ich sehe, ich kann es vor mir sehen, aber es ist nicht im Ausdruck. Also stimmt noch irgendwas nicht. Man muss es halt verstehen. Also nochmal, Polaritäten ist die Gleichheit. Weil die Gleichheit beinhaltet diese Polarität. Diese Gegensätze, Eindruck, Ausdruck, Form, Formlosigkeit, Mentalität, Emotionalität, positiv, negativ. Wenn ihr es zusammenbringt, habt ihr die Neutralität. Das aus dieser Neutralität, wenn ihr positive und negative Verbindung bringt, entsteht ja Gleichheit oder Ungleichheit, je nachdem. Aber wenn ihr das in Verbindung bringt, ist es neutral. Die Energie ist ja anfangs neutral. Aber sie wird wieder neutral, weil sie sich ausgedehnt hat und wieder eindehnt. Und durch diese Neutralität könnt ihr wieder Neues erschaffen. Neues gestalten. Wenn ihr aber nur da oder dort seid, nur Polaritäten denkt, im Sinne nur einseitig denkt, einseitig sieht, einseitig wahrnimmt, einseitig fühlt, erfasst, wie sollt ihr da was erschaffen? Ihr müsst ja wieder in die Mitte kommen, in die Ursprungsenergie, in die Neutralität, weil das Potenzial alles zu werden hat. Wenn ihr nur positiv oder negativ seid, oder nur Ausdruck oder nur Eindruck, dann seid ihr ja nicht in der Mitte. Ihr seid ja einseitig, ihr seid wo, ihr seid, die Waage ist nicht neutral, sie ist nicht im Gleichgewicht. Nur im Gleichgewicht könnt ihr Großes vollbringen. Wenn ihr nur eine Seite der Waage habt, könnt ihr nur das vielleicht vollbringen, aber nicht das andere. Ihr müsst immer wieder zurückkehren in die Mitte, um wieder Neues zu schaffen, neue Möglichkeiten, noch mehr grenzenloser, bedingungsloser zu sein. Wenn ihr da seid, dann seid ihr nur da, aber nicht überall. Und in der Mitte seid ihr alles. Deswegen die Polarität ist die Gleichheit, Freunde. Das ist die Gleichheit. Die Gleichheit beinhaltet das. Aber ihr müsst wissen. Ihr müsst die Energien, die Funktionen wissen und es in Verbindung bringen. Steht ihr? Verbindung bringen. Jetzt noch größer. Und das will ich erstmal hier beenden und ich hoffe, das war wieder intensiv. Wow, ich werde immer besser. Ich mache noch einen kleinen Beitrag, okay? Ich will noch ein Update über mein Leben und ich wollte noch eine Danksagung geben. Sorry Leute, ich wollte noch einen Dank sagen, die mir noch geschrieben haben. Das mache ich jetzt noch gleich und ich beende das erstmal hier. Ich hoffe, es sind gute Ansätze oder auch nicht. Also mich hat es in meinem Leben immer viel geholfen. Das hat nicht geholfen, ich habe das gelebt und ich habe in allen Sachen die Gleichheit gesehen. Ihr wisst jetzt, was die Gleichheit ist. Polaritäten in Verbindung zu bringen, in die Mitte zu bringen. Und davon geht man aus. Nicht da, wo du stehst. Also du musst in der Mitte stehen, im Leben, mitten im Leben, mitten in der Freude. Weil die Freude ermöglicht alles. Das Lachen befreit. So, dann wünsche ich euch was und wir sehen uns gleich. Meine Freunde, ich liebe euch ganz doll. Wie ich mich liebe, und so soll es aussehen.